gegenüber, dort hoch zum Balkon. Da ist auch irgendwas. Komm, wir gehen mal rüber. Ne, kommen wir gerade nicht rein. Dann zurück. Gut, hier können wir sogar beide Türen eigentlich öffnen. Denn er kann ja... Zweifelsfall müssen ja die Treppe nicht nutzen. Ich weiß nicht, wie Time hier hochkommt, aber... So. Das gefällt mir. So ein bisschen Ritzelei hier noch. Was, euer Jadebock X... Was? Okay, die wollen nicht, dass das so gelöst wird. Gut, dann müssen wir als Jadebot noch irgendwoher die Energie holen. Hatten wir nicht vor uns mehrere? Da irre ich mich da gerade. Hatten wir nicht vor uns vier Ladungen irgendwo? Das ist ja nur ein Austausch. Okay, wir brauchen die Einladung noch. Achso, das geht wiederum. Okay. Moment mal, June hat ein Junges? Ja, eine Tochter. Sung. Es ist eine ziemlich normale Sache, ein Kind. Haben wir doch schon getroffen. Wenn man seine Zeit nicht gerade damit verbringt, um die Welt zu reisen und Drachen zu bekämpfen. Ich meine ja nur. Sie wirkt nicht sehr mütterlich. Nun, ich würde nicht sagen, sie wirkt mütterlich, aber das heißt ja nicht, dass sie keine Mutter sein kann. Ihr Ehemann, Joe, das ist vielmehr sein Ding. Netter Kerl. Okay, dann. Wir haben hier zwei Sachen. Ah, 4 von 6. Suwon und die große Welle. Als sie ankam, vor langer Zeit erwachte ein hungriger Drache. Der schreckliche Zaitan erhob sich von einem langen Schlaf und wollte am liebsten die ganze Welt fressen. Sein Erwachen verursachte eine massive Flutwelle, die über den Ozean raste, direkt auf Kanta zu. Die Bewohner konnten nur starr vor Schreck zusehen, wie sie heranrauschte. Niemand wusste, was jetzt zu tun war. Niemand außer dem Salzgischtdrachen Kunawang. Sie sagte zum Kaiser und der Kaiserin, ich hole Hilfe. Bringt ihr die Leute in Sicherheit. Und so flog die edle Kunawang, so schnell sie nur konnte, zur Behausung des großen Drachen. Suwon. Suwon, rief sie, wir brauchen euch. Es kommt eine große Welle und sie wird die Leute von Kanda davonschwemmen. Suwon hörte ihre Worte. Sie hob sich aus dem endlosen Ozean und sagte, ich komme. Zusammen flogen die beiden Drachen dorthin, wo die tosenden Wasser inzwischen Kanda überschwemmten. Als sie ankamen, hatte die Flut bereits die Stadt Kaineng zerstört und die Bewohner rannten so schnell sie nur konnten landeinwärts, während die Welle ihnen dicht auf den Fersen war. Mit dem Schlag großer Schwingen landete Suwon zwischen der Welle und den Flüchtenden. Sie starrte das heranrauschende Wasser an und befahl, Stopp! Die Welle brach vor Suwon zusammen, als würde jetzt eine unsichtbare Klippe vor ihr stehen. Das Wasser tobte, strudelte und spritzte, während es versuchte, an ihr vorbeizukommen. Aber schon äußerte der Drache den zweiten Befehl. Sieh dich zurück. Die Welle hatte keine Wahl, sie musste gehorchen. Sie wich zurück, langsam und vorsichtig, sodass sie keinen Schaden mehr anrichten konnte, als sie zurück ins Meer rutschte. Die Leute von Kanta jubelten Suwon zu und auch der edlen Kunawang. Aber Suwon blieb nicht, um an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Sie glitt davon, versprach aber, dass sie immer in der Nähe sein und zurückkehren würde, falls wieder ein solches Unglück drohen sollte. Bis dahin würde sie sich ausruhen. Und die edle Kunawang blieb unter den Menschen, sodass sie Suwon wieder erwecken konnte, falls es dazu käme. Die Bewohner von Kanta waren beruhigt, denn sie wussten, dass von nun an zwei Drachen ihren Schlaf behüteten. Eine Kindergeschichte. Und hier war irgendeine zweite Notiz, ja. Manchmal werden Menschen zu Drachen, aber wie? Fragezeichen plus Mensch, Sung ist gleich Drache. Ich brauche Schuppen, Flügel, Klauen. Schuppen einer Eidechse, Flügel eines Vogels, Klauen eines Raptors. Sung gleich Drache? Süß.
Sonst, das war nur die eine Notiz, oder? Es gibt jetzt nicht noch mehr. Nee. Unberechtigter Zugriff entdeckt. Ah, gut. Okay, dann können wir es außen aufmachen. Ist hier drin irgendwas? Ein Buch oder so? Nuvis Wissenschaftsjournale mit Anmerkungen. Eine Abschrift des Textes Nuvis Wissenschaftsjournale mit mehreren an den Rand gekritzelten Notizen. Diese kritisieren die im Text vorgebrachten Theorien. Nuvis Wissenschaftsjournale, auch bekannt als Wer braucht schon Daten, wenn er Verschwörungstheorien hat, überarbeitete Version 9. Wie oft müsst ihr uns noch überzeugen, dass ihr ein Vollidiot seid? Dieses Buch gehört, zieh mich da bloß nicht mit rein. Die breite Masse der anerkannten Wissenschaftler hat uns schon so oft erklärt oder vielmehr eingetrichtert, da geht es schon los, dass Energie innerhalb eines geschlossenen Systems weder erschaffen noch vernichtet werden kann. Nehmen wir doch mal für einen Moment an, dieses anerkannte Gesetz der Thermodynamik sei wahr. Dann, werter Leser, will ich euch etwas fragen. Die Spannung bringt mich noch um. Wie konnten wir behaupten, es gäbe so etwas wie erneuerbare Energien, wenn es tatsächlich diesem thermodynamischen Prinzip direkt widerspricht? Soll es ein Witz sein? Mal sehen, wie ihr diesen geistigen Guano untermauern wollt. Obwohl ein kurzer Überblick über die klügsten Physiker ergeben hat, dass viele von ihnen da ebenso skeptisch sind wie ich, Quellenangabe, oder soll ich euch das einfach so glauben, lehnen die sogenannten namhaften Wissenschaftsjournale durch die Bank ab, solche Studien zu veröffentlichen. Diese elitären Torwächter der Publikation schreien Zeter und Mordio, wenn sie ihre eigenen wackeligen Theorien bedroht glauben. Oder vielleicht haben sie ja die Gutachter die eklatanten Denkfehler in euren Methoden bemerkt. Dabei behaupten sie, einen sicheren Hafen für den Forschungsdrang und das kritische Denken zu bieten, die für wissenschaftliche Studien unabdingbar sind. Hört schon auf mit den unersäglichen Anführungszeichen. Die kritischen Bemerkungen gehen noch über mehrere Seiten so weiter. Okay. Gibt es hier hinten noch was Interessantes? Nö. Okay, der Leser, es geht irgendwas. Ist das mit dem Spiegel vielleicht? Moment, ist das vielleicht der Spiegel hier? Mach mal bitte auf mich das. Okay, und dann schnell hier das. Okay, wir müssen wahrscheinlich unseren Bot brauchen. Was brauchen wir dafür? Da ist irgendwas. Gesicherter Kern. Okay, jemand muss da drauf stehen. Durch die Wand durch geht das nicht. Spiegel? Doch Spiegel? Hätte ich cool gefunden, wenn es mir irgendwie ein Spiegelsystem geht. Oder können wir einen anderen Laser gegenüber irgendwie so Rate ziehen? Ah, gut, das geht. Damit haben wir das hier drüben freigeschaltet. Und das war eigentlich, glaube ich, auch das Wichtige, oder? Ich glaube, damit können wir zurückgehen. Mehr traue ich dem Ganzen nämlich nicht zu. Und wir nehmen jetzt die beiden Ladungen wieder mit. Eins. Zwei. Gesicherter Kern. Und können hier einen Kern einsetzen. Kommt damit rüber. Ich weiß, wir haben jetzt gerade zwei in Benutzung. Okay, dann Jadebot. Oh, ich finde das Level übelst schön gemacht. Lang, aber schön. So, wir können Nummer 1 nehmen, wir können Nummer 2 nehmen. Und können jetzt wieder eine Ladung hier reinhauen. Sicherheitsnetz aktiviert. Nein, ich war fast am Ziel. Wir sollen das erforscht. Was ist denn hier wichtiger? Die Werkstatt oder das? Ich weiß nicht, was wichtig ist. Wahrscheinlich die Werkstatt runter. So, was muss man hier machen? Interagieren mit dem Hebel, nehme ich an. Was machen wir damit? Damit ist. Okay, wir müssen also bestimmt mit dem Bot hier langfliegen. Wir können oben langfliegen. Oben? Oben. So, was können wir hier machen? Wir haben hier eine Schalttafel, aber die können wir hier nicht nutzen.
Und hier kommen wir nicht lang. Und das müssen wir zerstören. Okay. Das ist ein bisschen schwierig mit Fliegen. So. Gut, dann lasst uns mal nochmal das testen, diesen Hebel zu ziehen. Dann nehmen wir nochmal den. Was passiert dann? Dadurch... Ich sehe irgendwie keinen Unterschied, oder? Hä? Kann man hier irgendwo reinfliegen? Ich habe gerade das Problem, warum kann man hier das aktivieren? Was ist mit dieser... Muss man da irgendwo noch was reinstecken, um das so zu haben, wie man es möchte? Wenn ich den Bot jetzt nehme und das hier zurückziehe. Ja, geht nicht. Das habe ich mir schon gedacht. Ich ziehe hier nochmal. Damit erzeuge ich doch die... Wann, du kannst hier vor... Ach, ich kann vor... Ah, ich Idiot. Okay, das ist damit gemeint. Gut, okay. Deutlich einfacher, als ich dachte. Okay, damit sind wir hier drüben. Kamera, sehr Dank. Okay, dann machen wir erstmal hier... Ne, warte mal, was können wir hier machen? Eine Konsole in einem versperrten Tresorraum. Das ist bestimmt was drin, was sich lohnt. Die Eingangsforderung gibt an, dass ein Passwort aus 4 Zeichen... Na, ich wollte mal zoomen, oder? Mit G? Ha! Die Tochter. Lieber Eindringling, ihr seid ja so schlau, wirklich, aber ihr beleidigt mich auch. Glaubt ihr allen Ernstes, dass ich mir nach all dem grundlegenden Sicherheitstraining, das meine Angestellte durchlaufen mussten, etwas so offensichtliches ausdenke? Und Schuss. Und wir haben ein Achievement gekriegt. Wir haben das fast schlaue Achievement. Okay, dann können wir hier diesen Kern erledigen. Das macht das lieber eher nicht, dass danach vielleicht nicht mehr das geht hier. Ja, das schaltet sich nämlich aus. Oder? Ja, keine Energie mehr. Passt dazu. Und das dürfte reichen. So. Jetzt können wir uns hier wieder... Das Problem ist nur, wir haben jetzt keine Notizen gefunden, oder? Oder ist hier noch irgendwas... In diesem Stapel an Jadezeug. Nö. Gut, dann wir haben die eine Ladung. Sollten wir nicht mehr Ladung haben? Wir haben die zweite Ladung. Wir haben 3. Ah, stimmt, da ist eine 3. Ich sehe es jetzt. Eigentlich ist es immer vorne und nicht hinten, deswegen war ich überrascht. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Timmy? Okay. Timmy, du solltest jetzt hoch. Okay, wir brauchen 4 Ladungen. Irgendeine übersehen? Ja doch, die kann ich mitnehmen, stimmt. Stimmt, stimmt. Da schließt sich nur die Tür. Stimmt, wir brauchen 4 Ladungen. Die habe ich total vergessen. Und damit können wir hochgehen und die Ladung oben einsetzen. Wir können nicht zurück, das heißt, wir müssen damit einer Ladung weiter auskommen, falls es noch weitergeht. Es hat funktioniert! Nun, für euch auf jeden Fall. Die Treppenstufen sind gerade wieder weggegangen. Aber keine Sorge, ich werde das regeln und bin in ein paar Minuten wieder bei euch. So, guckt mal, das ist so wie Ammoniten in irgendwelchen Jadefiguren. Gibt es hier irgendwelche Durchgänge, wo wir reingehen sollten? Minister Lee vom Ministerium der Sicherheit wurde festgenommen. Noch immer kommen Einzelheiten. Doch Berichten zufolge könnte der mächtige Tyrianer, erkannt als Kommandeur, darin verwickelt gewesen sein. Also, Kommandeur, geht ihr jetzt herum und verhaftet Staatsdiener? Was haben wir für Gegner? Sie hat uns angegriffen.
Er ist ein Purist. Ich weiß. Er hätte es nicht offensichtlicher machen können, wenn er mit einer Büste von Reiko selbst herumgelaufen wäre. Was ist geschehen? Wir brachten ihm einen Beweis unserer Unschuld. Er zog es vor, uns weiterhin schuldig wirken zu lassen. Und ich nehme an, ihr habt uns den Beweis mitgebracht? Ja, ein Stück von Ankers Extraktor. Beweis entstellen. Kommandeur, eine Entschuldigung scheint angemessen. Ihr hattet wahrhaftig nichts damit zu tun. Danke, aber für Entschuldigungen haben wir keine Zeit. Wir müssen über mögliche Lösungen reden. Mögliche Lösungen? Ich habe eine Lösung. Taimi und ich haben daran gearbeitet, wie man Su Won einfangen und den Reaktor wieder zum Laufen bringen könnte. June, ich fürchte, das Wiedereinfangen ist keine Option. Und ich fürchte, das Nicht-Wiedereinfangen ist keine Option, Kommandeur. Su Wons Magie ist durch die Leere beinahe komplett verdorben. Ich habe an einer Möglichkeit gearbeitet, die Wirksamkeit meines Filtersystems zu erhöhen. Es ist fast soweit. Es ist zu spät. Ihr könnt nichts mehr machen. Sagt mir nicht, was ich machen kann. Sollen wir erstmal reingehen, die letzte Notiz Unsere finden? Unsere Batterien haben nur noch Energie für Wochen, Monate vielleicht. Und dann hört alles auf zu arbeiten. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich werde nicht zulassen, dass ihr sie wieder in diesen Reaktor steckt. Kurz mal auf unserer Seite. Dann gehe ich davon aus, dass wir hier in einer Sackgasse stecken. Ich will das nicht tun, aber wir brauchen diesen Reaktor. Wenn die Batterien versagen, werden Leute sterben. Wenn Su Won der Leere anheimfällt, werden alle sterben. Dazu lasse ich es nicht kommen. Weil du denkst, dass du das alles kannst, aber was ist, wenn du falsch liegst? Was gibt's hier? Qualifikation Laserleichtfuß? Schaltet was? Schaltet. Ohne von Geschütztürmen getroffen zu werden. Hä? Schon wieder? Das war doch schon. Sieben Minuten wird doch wieder nicht möglich sein. System überlassen bedeutet auf gut Deutsch, wir müssen einfach alles zerstören. Lange kämpfen. Solange die kleine Waffe nicht auf uns schießt, ist das doch gut, oder? Erstmal ganz kurz wieder mich heilen, bevor wir hier das machen. Danke. Na, toll. Oh, ich will nicht. Toll, das ist vor wieder. Nee, nicht. Ich will doch nur. Kommandeur, ich habe einen der Energiekerne entblößt. Ihr wisst, was zu tun ist. Warum ist denn der Energiekern dort vorn? Kann ich neben mir sein? Okay, heilen einmal und dann drauf. Ich hab mich gerollt. Okay, das läuft ja wieder wunderbar. Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet. Ihr werdet sie nicht alle durchbrechen können. Mhm. Lasergeschütze, das heißt, wir können uns nur verstecken hinter den Wänden, wenn wir wollen. Ich
Ach, Jun, muss das denn sein? So, können wir da hinten in der Ecke kämpfen? Das fände ich... Beziehungsweise können wir mit dem Laser vielleicht nutzen, um die Gegner zu killen? Das fände ich, wie schon mal erwähnt, deutlich besser. So eine Symbiose. Okay. Der ist natürlich genau... Achso, ist die Waffe weg? Nee. Wie viel Zeit haben wir noch? Schaltet letzte Verteidigung aus innerhalb von 4 Minuten. Naja, das wird bestimmt dreistufig sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben das Energy, wenn der Schild versaut, treffen lassen von den Lasern. So, wo haben wir noch einen? Da ist noch einen. Ah, da muss man den Druckschalter auf jeden Fall. Bist du aufspürbar? Das ist irgendein Schild, kann das sein? Okay, was ist da drüben? Das ist... Ach, das ist eine Waffe. Okay. Wenn ich da drauf stelle, was ist dann? Ich sehe mich gerade nicht. Dankeschön. Okay, damit bin ich einfach oben. Damit kann man also die Höhe überwinden, wenn oben irgendwas los ist. Wir haben doch schon die Zeit wieder überschritten, oder? 2 Minuten? Ja, das wird doch, das dreistufig ist, wird das bestimmt nicht klappen. Ich sage ja dreistufig und damit haben wir es nicht geschafft. Oh Gott. Also cool gemacht auf jeden Fall. Alles, aber... Wie zieht man das? Okay. Das ist ja Bullet Hell. Ah, okay, nicht so groß Reichweite. Es geht noch bis hierhin. Was ist das? Mesh-Arm. Komm erst mal weg. Okay, was kommt als nächstes? Ich glaube, wir müssen wechseln. Also, Hebel ziehen. Nee, glaube ich nicht. Da drüben ist nämlich noch ein Gegner, den sehe ich schon. Wir müssen irgendwie hochkommen. Wie kommen wir hoch? Ah, müssen wir da drauf stehen? Hä? Okay, das verstehe ich gerade nicht. Müssen wir unseren Bot schicken? Stimmt, wir können gleich den Hebel auch ziehen mit... Ja, wir können den Hebel ziehen auch mit dem Bot. Das ist der Trick gewesen. Gut, damit habe ich die Zeit versaut. Aber ihr wisst's. So. Na, es war wirklich knapp, oder?
Oder gibt es noch eine sechste? Die vierte Phase. Dieser letzte Schild ist an mehrere Kerne gekoppelt. Wir müssen sie alle ausschalten. Ich fühle mich. Nee, okay, das hätte ich nicht mehr geschafft. Bei aller Liebe nicht. Wir bleiben mal oben. Ich weiß nicht. Versucht mal den Druckteller. Können wir bitte mal den Laser auf uns zielen? Ah, okay. Ist das zerstört worden? Nee. Okay, wir müssen irgendwie da rankommen. Wenn man weiß, wie man es rummachen muss, ist es wahrscheinlich total easy. First Try ist es meistens so ein bisschen, ja, Grind Error. Okay, damit haben wir hier irgendwas wieder gestaltet. Der Laser ist aber leider nicht erhöht worden. Da drüben ist aber irgendwas mit einer Plattform. Ah, warte mal, der Laser. Ich glaube, ich weiß, was man machen muss. Kann sein, dass wir draufstehen müssen, mit dem Bot entlangfahren, damit wir diesen, den anziehen, dass der bitte hier auf uns schießen soll. Shit, ich bin die klein. Okay, nochmal. Also ich... Und damit ist der oben, aber wir müssen erstmal die ganzen Viecher besiegen, weil sonst können wir den Laser ja nicht dorthin jagen lassen. Darf ich die Kugel finden? Nee. Okay. Okay, dann Body. Bitte mal in die Richtung. Laser. Laser. Reicht das? Laserline. Ja, perfekt. Verwendet euren Jagebot, Kommandeur. Okay. So, jetzt müssen wir wieder hochkommen. Das können wir zum Beispiel hier. Ich bin da reingefallen. So, hier sind wir wieder. Zum Glück. Wir sind im Kampf noch. Und nicht alles neu. Ich werde nicht auf die eine dumme Plattform springen. Also stuck, wenn ihr nicht weiterkommt. Toll, jetzt kriege ich ja nichts mehr hin. Komm, wir fliegen gleich rüber und erledigen das Ding. Das war's mit euren Sicherheitsvorkehrungen, June. Jetzt müsst ihr mit uns reden. Nein. Doch. Ah, wow! Ich hatte alles unter Kontrolle. Ich rettete Suwon vor sich selbst. Ich habe versucht, euch alle zu retten. Die Lippen sind groß, echt schlecht, muss ich mal zugeben. Was ihr mit Suwon getan habt, hat das Unvermeidliche nur hinausgezögert. Es hat der Zivilisation eine Chance gegeben. Jemand muss doch anführen. Jemand muss immer der Anführer sein. Ich entschuldige mich nicht dafür, außergewöhnlich zu sein. Ich entschuldige mich nicht dafür, brillant zu sein. Ihr seid brillant. Und ich weiß, es fühlt sich an, als hätte die ganze Welt euch dauernd unterschätzt. Aber ich tue das nicht. Wir haben dasselbe Ziel. Ihr könnt eine neue Zukunft finden. Eine ohne Suwon. Ich werde euch helfen. Aber keine von uns hat eine Zukunft, wenn wir es alleine versuchen. In Ordnung. Sprechen wir darüber. Okay. Eine, die ich nicht umbringen muss. Ihr erwähntet, ihr baut einen neuen Extraktor. Ja, ich denke, mit dem Teil, das uns der Kommandeur gebracht hat, sollten wir es einfach wiederherstellen können. Wir werden ihn benutzen, um genug leere Magie abzuzapfen, sodass es für den Kommandeur sicher sein wird, um sich um Suwon zu kümmern. Wir werden nicht viel
Verdammt, keine Zeit haben, das Ding zu testen. Dann machen wir mehr als eins, um für alle potenziellen Schwachstellen gerüstet zu sein. Habt ihr an Optionen zur Eindämmung gedacht? Das ist Orin. Und wenn sie scheitern sollte? Wir brauchen andere Optionen, Taimi. Immer weitere Optionen zur Sicherheit, um uns vor einem Totalausfall zu schützen. Es sei denn, natürlich, unsere Gegner sind äußerst hartnäckig. Kommandeur, wir kriegen das hin. Es wird etwas provisorisch zugehen, aber es wird geschehen. Gut, dann treffe ich euch beide im Jademeer. Da könnt ihr euch sicher sein, Kommandeur. Und damit haben wir diese Mission abgeschlossen und wahrscheinlich das Kapitel und kriegen damit Schere. Und jetzt haben wir das Schulterstück dafür und wir haben eine Mini-June. Fertig damit. Und haben damit einige Erfolge. Ja, ohne Scheiße. Das ist interessant. Sippenhaftung wird irgendwie noch gefragt. Das Ding könnte man noch gut machen. Erlangt Zugriff auf Junes Daten. Okay. Ich denke mal nicht Sung, sondern es musste was anderes sein, aber ist okay. Wir haben das eine gemacht. Muss mal beim nächsten Mal die zweite Variante nehmen. Dann können wir gleich Beherrschungsfahrt ausbauen, nämlich die Operationsbasis. Da müssen wir also demnächst mal hingehen. Und hier sind die letzten Notizen gewesen. Damit haben wir den Innenfolg auch gekriegt. Junes Fehlerbehebungsnotizen. Diese Notizen sehen hastig hingekritzelt aus. June, sonst so ordentliche Handschrift, zeigt Anzeichen von Stress. Das System muss irgendwie die Verderbnis aus der Magie filtern können. Wir müssen für beides die Frequenz identifizieren. Lässt sich ein anderes Material auf die Verderbnis einstimmen? Etwas billiges? Bernstein? Bernstein kann gut als Behälter für verdorbene Magie eingesetzt werden. Das System muss nur lernen zu unterscheiden und umzuleiten. Das System erwischt nur 2% der verdorbenen Magie. Was läuft da schief? Die Filtrationseffizienz liegt jetzt bei 32%. Wir bekommen es langsam in den Griff. Heute 54%. Das Problem liegt vermutlich in periodischen Störungen der Wellenform. Na gut. Können wir den... Sorgt ihr dafür, dass alle bereit sind. Wir kriegen das schon hin. Kommandeur. Taimi und ich müssen uns auf den Extraktor konzentrieren. Okay. Dann machen wir noch kurz die... Wir gucken uns die schweren Schultern an. Okay, wie sehen eigentlich die mittleren aus? Na gut. Dann die schweren wieder nehmen. Und wir haben auch das wieder. Haben damit Schere, Stein, Papier. Wunderbar. Können also damit bald spielen. Und wenn das nicht mehr Kristallblüte ist, würde ich sagen, wir sind fertig. Und werden uns dann in der nächsten Episode sehen, wenn es Richtung Jademeer geht. Bis dahin, euer Landetor. Tschüss. Eine wunderschöne Mission war das gewesen.